Morgen, Babys. Alles gut. Alles gut. Sie ist Eichhörnchenmama und Tierschützerin aus Leidenschaft. Seit mittlerweile 7 Jahren haben Eichhörnchen einen festen Platz in Sabine Schödels Leben. Mit viel Herzblut und Mühe päppelt sie die Nager in Gilching auf und wildert die Tiere aus, sobald sie gesund und alt genug sind. Aktuell gehört auch ein Geschwistertrio zu ihren Schützlingen. Die waren ca. 3,5, 4 Wochen alt. Es wurde in München eine Hecke geschnitten. Vor 1. Oktober, aber es war eine Wohnanlage und da waren sie in der Hecke drin. Und die Mutter war eine erstgebärende Mutter, die Mieter auch alle gut kennen. Aber sie ging einfach nicht mehr hin an die Jungen. Daraufhin haben wir sie dann eingesammelt und mit der Hand aufgezogen. Jedes Jahr nimmt Sabine über 150 Tiere auf. Finanziert wird die Pflege durch Spenden des Eichhörnchenschutzvereins. Aktuell bereiten sich die Eichhörnchen bei uns auf die Winterruhe vor. Besonders in der Stadt helfen den flauschigen Baumbewohnern zusätzliche Futterquellen. Ganz wichtig ist immer eine Schale Wasser für alle Wildtiere, aber natürlich auch für die Eichhörnchen. Und Nüsse, alle einheimischen Nüsse mit und ohne Schale, Sonnenblumenkerne mit und ohne Schale, dürfen alles gegeben werden. Bitte keine Mandeln, keine Keschaskerne, also alles, was bei uns nicht gibt und vor allen Dingen keine Erdnüsse. Wann ein Tier dringend Hilfe braucht, ist meist deutlich zu erkennen. In dem Moment, wo sich ein Tier fangen lässt oder die Jungtiere, die kommen auch auf einen zu, die gehen richtig das Hosenbein hoch, das ist ein Hilfegesuch. Der Eichhörnchenschutz hat eine Notrufnummer, die ist rund um die Uhr besetzt und da wird man auch entsprechend beraten. Die fragen auch nach den Fundumständen, die fragen, ob die Mama in der Nähe ist. Auch da bekommt man immer die Auskunft. Die aktuellen Schützlinge werden im Frühjahr ausgewildert. Bis dahin werden sie täglich von Sabine umsorgt und beginnen dann im neuen Jahr ein neues Leben.